Ist das der Anhänger noch dran? Ne, ist er nicht. Hier ist der Hofdreh- und Angelpunkt. Das heißt... Ja, alles klar. Ich muss unten beim Hof beginnen. Wir fahren... Ich überlege halt noch ein bisschen, ne? Tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen stocke. Aber wir fahren... Wir haben ja sonst keinen anderen Beginn oder sonst irgendwas, ne? Wir haben immer den Hof als Dreh- und Angelpunkt, oder? Es dreht sich ja immer alles nur zum Hof. Ja, und dann machen wir eine Strecke vom Hof weg, rüber zur BGA und eine Strecke BGA, nee, Hof von der BGA. Genau so machen wir das. So ist der Plan. So ist der Plan. Und um die Gülle jetzt auszubreiten, mehr oder weniger, machen wir jetzt Folgendes. Ich werde jetzt erstmal eine Überführung machen auf dem Hof, die quasi auf der, was ist denn das? Das ist die östliche Einfahrt und das andere ist die westliche Ausfahrt, Einfahrt, Ausfahrt, bla bla bla. Aber ich fahre immer über die östliche Seite in den Hof rein. Ich fahre immer von Osten in den Hof rein. So, das heißt, auf der östlichen Seite, zur westlichen Seite machen wir jetzt erstmal eine Überführung. Dann werden wir eine Strecke, ist mein Lenkrad schon wieder irgendwie eingestellt? Ich habe das Gefühl, dass der Lamborghini irgendwo hinzuzieht. Der zieht, glaube ich, ein bisschen zu einer Seite, der Lambo. Ich glaube, den müssen wir nochmal in die Wartung geben. Der ist... Dann machen wir ein bisschen weniger, was hier Miete angeht. Da drücken wir nochmal den Preis so, ohne was zu sagen. Legen ihn einfach nur ein 100er auf den Tisch und dann ist gut. So, wir machen eine Kursaufzeichnung. Ich schmeiße den Kollegen an. Dann machen wir jetzt erstmal die Überführung. Dass wir einmal eine Überführungsstrecke haben durch den Hof. Also Hofdurchfahrt. Weil die wird nachher entscheidend wichtig sein. Die brauche ich nachher zweimal. Die ist halt auch für solche Fahrzeuge interessant, wie jetzt vorhin das mit dem Mähdrescher. Ne? Hätte ich diese Strecke schon gehabt beim Mähdrescher, dann wäre alles easy. Wobei ich könnte auch gleich jetzt durchfahren. Ne, nee, wir machen hier Stopp. Das ist die Durchfahrt Hof. So. Das ist jetzt Hof durch. Hofdurchfahrt? Zusammen oder auseinander? Ich lasse es so. So, die kommt weg, die Strecke. Das heißt, ich mache jetzt hier eine neue Kursaufzeichnung. Es wird ein Kurs sein, den wir einfach durchziehen. Scheiß drauf. Ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwie noch stückeln soll oder so, aber nee. Die Stückelung habe ich ja hier in dem Stück schon. Das ist halt ein bisschen weiter. Und das Problem ist auch bei Gülle, musst du eine Parkposition setzen. Du kannst halt nicht sagen, okay, das ist das Stück zum Feld und so, sondern du musst eine Parkposition haben. Das ist halt so das Manko da dran, mehr oder weniger. So, er zieht sich hier schön mit 20 Sachen hoch. Das finde ich ganz gut. Der wird später zu pumpen haben, also der wird richtig zu pumpen haben, wenn er hier den vollen Gülle-Anhänger mit sich mitzieht. Aber das ist dann halt einfach so. Das wird Ernie schon schaffen. Guck mal, da ist auch so ein riesiger Flecken frei geblieben, ne? Schade eigentlich. Naja, aber deutlich besser als das, was auf dem Feld 3 war. Feld 3 ist nämlich richtig viel. Was sagt eigentlich der Sampo? 50% sagt der Sampo gerade. So, lieber lasse ich hier ein bisschen langsamer fahren als zu schnell und dann bleibt er irgendwo hängen. Und überschlägt sich, explodiert, fährt aufs Führerhäuschen und überall laufen schreiende Kinder weg. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wie weit ist denn der da drüben eigentlich mit dem Dreschen? Oh, der ist schon wieder unten anscheinend, ne? Einmal rauf und runter, 50%. Gut. Kann man mal machen. So, hier rüber. Schön, dann fangen wir jetzt gleich an, das erste Feld mit Gülle zu düngen. Das freut mich. Weil Gülle düngen ist ja... Oh, der ist blockiert gerade, sehe ich gerade. Der Helfer ist aktiv blockiert. Na gut, ich muss das jetzt erstmal zu Ende fahren. Bevor ich da... irgendwie eingreifen kann.
So, jetzt müssen wir hier vorne, muss ein bisschen langsamer werden. Und hier brauchen wir irgendwo eine Parkposition gleich. Jetzt habe ich natürlich keinen Anhänger dran, das ist ein bisschen doof. Aber wenn ich einigermaßen dran vorbeifahre und hier so stehen bleibe, dann müsste es passen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde hier eine Stoppposition setzen. Hier. Und das ist jetzt Feld 18. Feld 18. Gülle. Warte mal. Vom Hof Gülle. Ja. Warum mache ich hier die Parkposition? Weil ich Angst habe, dass meine Warteposition falsch ist. Und wenn die Warteposition falsch ist, die Parkposition falsch, ich mache eine Haltposition oder ich beende diese Strecke jetzt hier, weil ich Angst habe, dass meine Parkposition, die ich gerade eben gesetzt habe, falsch ist. Und um da einfach nachher korrigieren zu können, habe ich ja die Strecke jetzt gestückelt. Außerdem will ich mal gucken, was der Mähdrescher gerade für ein Problem hat. Warum er da sich jetzt rausgeworfen hat. Ah, okay, der hat hier so einen Schnitt gemacht. Cool. Das ist ja cool. Mehr oder weniger. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von ihm, dass er hier so einen Schnitt macht. Sondern, naja, okay. Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Aber das können wir jetzt auch gleichzeitig nutzen, um für den die Überladezone einzurichten. Weil das, was wir jetzt hier schon haben, das ist schon ziemlich cool. Ich schlage nämlich vor, dass wir es hier so machen. Ich brauche mal eine Kursaufzeichnung. Ich hau den Tempomaten rein. Ich hole mir mal ein paar Bubbles dazu, dass er hier gleich eine schöne Kurve ziehen kann, fahren kann. Und dann fahren wir ein Stückchen. Ich würde sagen, da vorne unter dem Baum, da wo der Schatten vom Baum ist, da machen wir die Parkposition. Und ich hole dann später, also ich lasse ihn dann gleich wieder aufs Feld rauf. Dann kann er im Kreis weiterfahren und wir richten dann, sobald er einmal voll geworden ist, richten wir danach dann die Überladezone ein. So. Das ist die Geschichte. Jetzt gebe ich ein bisschen aufs Feld drauf und mache Ende im Gelände. Das ist nämlich jetzt Feld 3 ULW Mähdrescher. Mähdrescher. Wobei ULW ja auch die normalen Fahrzeuge wären, ne? Teilweise sind meine Bezeichnungen, die ich benutzt habe, nicht so ganz korrekt. Muss ich ja selber zugeben. Teilweise sind sie doch verbesserungswürdig. Aber ich komme damit klar. Nicht so wie der Kollege hier gerade. Der so ein bisschen nicht klarkommt, glaube ich. Ist halt scheiße, ne? Mit den Stellen, die hier sind. Lassen. Dadurch, dass die Ecken hier so ein bisschen kacke sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, kein Helfer. Ich will die Maschine selber anschmeißen. Und ich will nach vorne fahren und nicht nach hinten. Ich will mal hier kurz die Ecke wegziehen. Ziehen einmal kurz die Ecke hier raus und dann ist gut. Wird, glaube ich, auch gleich nochmal rüberfahren zur anderen Seite. Da werden wir es auch noch schnell machen. Dann haben wir die Ecken mal ein bisschen abgerundet. Dann haben wir runde Ecken. Haha. Schön runde Ecken. Das ist echt scheiße. Das ist echt schade. Mit den Ecken, dass da solche Kinken drin sind. Aber das wusste ich damals noch nicht. Da war ich noch nicht so hinterher. Da war ich noch nicht so schleu. Das jetzt ja auch. 120 Folgen, 4 Monate. Ja, nicht ganz, ne? Aber 3,5 auf jeden Fall. 3,5 auf jeden Fall schon. Ich guck grad mal, wie lange ich schon aufnehme eigentlich und was die Festplatte sagt. Nicht, dass ich da auch wieder Probleme kriege. Oh, guckt euch das mal an. Na gut, das wird er rausschnibbeln. Da wird er schon klarkommen mit der Autocombine-Fahrer. Womit er halt nicht klarkommt, sind die Ecken, ne? Wenn da so richtig viele Riefen drin sind. Das mag er halt nicht. Da lobe ich mir ein bisschen den normalen Helfer. Der ist da stumpfer. Der fährt einfach nur geradeaus weiter. Wenn er merkt, da ist nichts mehr, dann dreht er einfach. Gut ist.
So, einmal hier entlang. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich rückwärts da durch eigentlich wieder, ne? Ohne über die Frucht zu fahren. Und bei Raps erkennt man die Frucht ja so gut. Raps ist ja so eine Frucht, die man ohne Probleme, gerade wenn sie fertig ausgeblüht ist, super erkennt. Nicht. Krass, ey. Wisst ihr, wie lange das her ist, dass ich mal einen Mähdrescher gefahren bin? Wisst ihr, wie lange das her ist? Aber ich habe es nicht verlernt. Wie ihr seht. Ich kann es doch noch so ein bisschen. Aber es ist trotzdem schon Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal einen Mähdrescher gefahren bin. Oder? Wahrscheinlich zieht jetzt irgendjemand eine Folge raus und sagt so, hier, Tizi, Folge 23, da bist du selber gefahren. Stimmt. Vielleicht, ich weiß nicht. So, muss ich jetzt unten die Ecke auch noch machen? Ich glaube ja, ne? Besser ist das. Obwohl, ich lasse ihn mal einfach. Ich lasse es drauf ankommen. So, den stellen wir ein. Ah, falscher Modus. Ja, ja, chill, chill, chill. War das vielleicht auch vorhin das Problem? Habe ich den anderen schon angeschmissen? Weiß nicht. Kann sein, dass das Problem war, ne? Muss ich mal in der Aufzeichnung gucken. So, das bleibt jetzt so. Das ist gut. Den holen wir uns gleich, wenn es soweit ist. Du kannst da stehen bleiben. Du kannst auch erstmal weiter schlafen. Du bist auch unwichtig. Tut mir leid, aber es ist leider so. Du bist unrelevant. So. Zip, 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 zip. Der steht da rum. Hier steht ganz schön viel rum, ne? Was ist denn hier los? Alles steht hier rum. Keiner macht was. So, dann kommt die Strecke raus. Ich schmeiße eine Kursaufzeichnung an. Ich schmeiße einen Tempomaten an. Ich hole mir 3 Bubbles. Und wir geben Gas. 20 Sachen darf der Lambo gerne machen. Wenn nicht sogar 24. Weil jetzt ist er ja leer. Jetzt wäre sein Anhänger leer. Jetzt lassen wir ihn unten wieder reinfahren in den Hof. Genau. Dann lassen wir ihn jetzt unten wieder reinfahren in den Hof. Und dann müssen wir die Strecken klar machen vom Hof zur BGA. BZW von der BGA wieder zurück. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt vorher die Anhänger hole. Das Anhängergespann hole. Oder ob ich erstmal das alles einfahre. Bin am Überlegen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich fahre alles ein erstmal. Ich glaube, ich fahre erstmal alles ein und dann haben wir das. Dann haben wir das erstmal und dann hole ich das zum Schluss, das ganze Zeug. Das ist alles gleich weg. Ob ich jetzt zum Händler fahre und dann wieder zum Hof zurück und dann zur BGA und dann von der BGA wieder zum Hof. Obwohl, dann hätte ich wenigstens schon mal eine Portion Gülle dabei, ne? Wenn ich zurückfahre. Und ich hätte das Fass dabei, um das dann zu gucken, ob das dann gut funktioniert am Güllefass selber. Ja, ich glaube, ich hole erstmal das Zeug. Ich hole erstmal das Material, dann haben wir das auch alles in der Hand. Dann sehen wir das auch und dann ist gut. Wir haben 232.000 Euro auf dem Konto. Cool. Das ist mal richtig nice. Das heißt, es können gerne noch ein paar Abonnenten kommen. Ich hab wieder Geld für Kühe. Ja, so sieht's aus. Ich würde gerne was trinken. Ach nee, ich habe noch Tee hier. Sauber. Lecker. Leicht angekühlt, der Tee, aber trotzdem lecker. Ah, der Sampo hat seinen Überladepunkt erreicht. Das heißt, ich muss gleich den anderen erstmal dahin stellen, dass der den abladen kann, damit der Sampo wenigstens weitermachen kann. Auch wenn ich jetzt für den braucht gar nicht so viel Strecken, ne? Damit der andere Kollege fertig wird. Das kann ich einfach zusammenklatschen, ne? Cool. So, ein bisschen Geschwindigkeit raus. Dann fahren wir nämlich jetzt hier wieder auf den Hof. Zack. Und dann ist das nämlich, wenn wir mal neu filtern, 18. Dann ist das nämlich, genau, Feld 18 zum Hofgülle. Feld 18 zum Hofgülle.
Perfekt. Dann kommt das jetzt erstmal weg. Dann holen wir uns jetzt das andere Zeug. Wieso habe ich denn... Hä? Ich habe den Lamborghini doch nicht schon 1,5 Stunden im Gebrauch, oder? Ich nehme gerade mal erst 1,5 Stunden auf. Wie kann das denn sein, dass ich den schon 1,5 Stunden im Gebrauch habe? Kann das sein, dass der... dass dieser Miet... auch nicht so toll ist? Also... Ach nee, ich habe den für 4 Stunden gemietet, ne? Oh, ich bin doof. Stimmt, ich habe ihn für 4 Stunden gemietet und 1,5 Stunde habe ich ihn jetzt schon gebraucht. So rum war das. Ich depp. Es ist zu warm hier drin. Es ist einfach zu warm hier drin. Ich öle auch wie Sau. Bin echt tierisch am Ölen, aber was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich kann ja, ich kann nichts. Ich habe nämlich letztens, habe ich mit offenem Fenster aufgenommen. Dann habe ich in die Audiospur reingehört und dachte mir so, ah, ich töte alle Spatzen, die es gibt. Weil da irgendwie so ein Vogelgezwitscher im Hintergrund war. Ich dachte nur so, ah, why? Warum tust du mir das an, du Vogel? So. Da ist das orangene Fass. Das sieht irgendwie cool aus, ne? Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir die Kombination so beibehalten. Obwohl, dann sieht das so ein bisschen nach Müllabfuhr aus, ne? Weißer Trecker, orangenes Fass. Mal gucken. So. Zack. Jetzt haben wir schon mal das Gespann, das Geschoss. Ich hoffe, dass es funktioniert mit dem Abladen und so. Wir fahren jetzt erstmal rüber zum Hof wieder, um dann die Strecke vom Hof zur BGA klar zu machen. Das wird auch eine generelle Strecke dann sein, die wir eh früher oder später für irgendwas bestimmt wieder brauchen, um irgendwelche Fahrzeuge zu überführen oder sonst irgendwas. Die wird sowas von relevant werden, diese Strecke. Bin ich ganz, ganz fest der Überzeugung. Habe ich nämlich auf der Landwehrkanal auch. Da bin ich auch immer irgendwie von A nach B irgendwas hin und her schieben. Gut, jetzt von der BGA zum Hof nicht so sehr, aber ja, wenn es jetzt vom Haupthof zum Osthof geht oder so, oder zum Lohnunternehmer, da sind immer Fahrzeuge unterwegs. Total übertrieben. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.